Willkommen zurück hier bei GTA 5. So, wir sind immer noch in unseren Rollen vom reichen Texaner und sein persönlicher Fahrer, Schrägstrich, ja. Bodyguard oder Schütze. alles zusammen. Aber die, ja. Und meine Limousine wurde gerade zerstört. Ja, wieder mal. Mal wieder. Ah, ja. Warte. Wir haben die richtige Karre für die Verfolgung. Okay. Bitte schön, Fahrer. Okay. Ja, do this. Der Mechaniker wollte schon ein Foto von mir. Ich weiß, dass ich berühmt bin. Ich meine, ich bin ein reicher Texaner. Da steht noch unsere Limousine. So! Kannst du mal gucken, wo der ist? Ich track ihn mal, ja. Wie hieß der denn? Weißt du noch, wie der ja, hieß? Ja, ich weiß es noch. Willst du ihm nicht gerade sogar Kopfgeld aufsetzen? Rocky Number One. Ja, ich glaube, Kopfgeld hört sich gut an. Aber ich brauche noch mehr Kohle, ich muss mal. Hast du ihn markiert, verkaufen. Oder was? Ich habe ihn jetzt gemarkiert. Hast du eigentlich auf der Karre auch schon schusssichere Reifen? Yes, ich habe jetzt die ausgerüstet. Okay. Sollte eigentlich ganz okay sein. Wenn ich nicht sogar Tuning-Motor getunt habe und die Aufhängung. Ist es der links hier? Ja. Ich glaube, das ist der. Das ist der. Ich sollte vielleicht noch mir helfen zu schießen. Ja. Oh, er hat sich gerade verkackt. Nein, er geht in seine Kackgarage, der Wichser. Das solltest du. Ah, das kannst du fuck. Naja, der Wiesel. Dann setze ich noch kein Kopfgeld auf ihn, sonst wiegt er sich in Sicherheit. Oh, guck mal. Der ist ja böse. Ja, der ist wirklich böse. Jetzt musst du nur noch vom Radar verschwinden. ich drehe mal ein Ründchen um den Block. Soll ich mich vom Radar verschwinden? Ja, lassen? Mach das. Okay, Lester. Wieso fahren hier so dicke Autos rum? Keine Ahnung. Aber dann fahr du weg, bisschen. Ja, aber ich muss so. Warte, erst bei dir ich Kopfgeld sein? Aussetzen. Ja. Weirdo. Lester hat mich gerade Weirdo genannt. Also, ich bin weg, fahr. 1 Minute, komm raus, Pisse. er ist jetzt in die Wohnung, sehe ich das richtig? Und wieso habe ich Cops? Wir haben irgendwas angeschossen. Ah ja, ich habe rumgeballert. Jetzt macht er Pausenmenü und guckt, ob er sicher ist. Jetzt kommt er wahrscheinlich raus. Wir sind eben schon ja, hinter er kommt raus. Pisser. Ja, wir sind das schon ein bisschen, ja. Aber man muss so machen, manchmal machen, ne? Ja, das ist Wusse, so. Wusse. Hat er sich auch verschwinden lassen von der Map? Keine Ahnung, nee. Er war doch gerade im Startmenü, wie soll das gehen? Boah, die. Nee, er ist hier gerade rausgelaufen. Are you sure? Ja. Ich check gar nicht mehr. Nee. Hä? Ja, nein, ja, nein. Keine Ahnung. Nee, der ist in der Wohnung drin. Meinst du? Oh! Autsch! Ja, du mich hast du nicht erwischt. What the fuck? Ja, ich steig bei dir ein, komm. So, wir haben sowieso noch ein Kopfgeld, kannst du ja markieren. Mach ich. Geh wir uns das schnell holen. Kannst du mal deine Markierung aufheben, sonst zählt meine nicht. Ja, Moment. Und wo ist der Dude? Hallo. Ah, der ist auf dem Land draußen. Ah, Mist. Was ist Mist? Ah, der ist jetzt eh gerade verschwunden. So, jetzt ist sie weg. Der andere ist wieder aus dem Apartment raus, Mori. Perfekt. Ja. Let's get him. Markier ihn. Wie? Mit dem Kopfgeld? Das wäre eigentlich was, ja. Wir sind schnell. Aber ich habe auch keine Übung mehr jetzt mit dem warte, Wagen. Warte, er hat wahrscheinlich wieder Sprengstoff gesetzt. Meinst du? Rechts. Da steht er. Mauri. Ja, ich traue ihm nicht. Obwohl, wenn er meine Karre schrottet, das ist sein Problem. Ja. Halt easy schwer ihn zu treffen. Bleib, geh jetzt hier, fahr jetzt hier rein, dann können wir in Deckung. Links. Oder ja, hier links, ja, genau dahinter kann man gut in Deckung.
Fahr du nochmal an ihm vorbei. Ich lenke ihn ab, ja. Ja, ja, er schießt die ganze Zeit auf mich, warte. Er will sich in seine Wohnung verpissen. Nicht mit uns. Verdammter Huso. Hast du ihn? Tot, ja. Und jetzt warten wir schön, bis er wieder spawnt. Ohne Scheiß, solche Leute muss man einfach töten. Obwohl, ich habe mich jetzt nicht mehr so aufgeregt wie auch schon. Ja, eh, aber... Ist er da hinten gespawnt? Da kann das sein? Da hinten gespawnt, ja. Viel Spaß. Oh, das kann ein großer Fehler... Au, verdammt! Ich komme gerade zu dir nach hinten. Oh, oh. Hallo? What the fuck? Ja, das er zieht einfach seine Waffe nicht raus. Das ist echt zum Kotzen. Ja, das ist wirklich zum Kotzen. Hä, von wo? Wenigstens zieht's an nicht mehr so viel Cash ab. What the? Oh, 3 zu 3, das nervt mich jetzt. Wir müssen ihn nochmal töten. Ja, jetzt hat er schon wieder keine Waffe in der Hand, oder? Nein, hä? Auf was zielt der? Oh, du... Hallo, what the fuck? Oh mein Gott, schräg. Zielt er einfach auf die Cops? Er ist tot, mach mal. Nerv. Aber es ist erst viel... Nee, ich bin jetzt in Führung. Glaube ich, hoffentlich, ja. Sollte es sein. Wollen wir uns verpissen? Sorry. So. Schnell, bevor er kommt. Okay, fahr. Da vorne steht er wieder. Knall ab! Nein! Er vergisst. Hat dich jetzt vergisst getötet. Den, aus dem Auto jemanden zu töten, ist so schwer mit dem Dings. Außer er ist auch im Auto. Aber wenn er zu Fuß ist, bist du immer unterlegen. Jetzt ist er auch im Auto. Ich bin beim Life Invader Gebäude. Wieso? Wieso, verdammt nochmal, zielt er nicht mit der Waffe raus? Das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung. Was ist du das hast für... irgendwas eingestellt, glaube ich. Was ist das für ein verficktes Spiel? Ich sag's dir, Mann. Ah! Oh! Reg dich nicht so auf. Oh, das muss jetzt auch mal sein. Meine Güte, wie scheiße ist denn das jetzt denn haben bitte? Sie dein Auto beschlagnahmt. Ja, das ist eben auch so ein Dreck. Ah, reg dich nicht auf, Mori. Ja, aber das ist nervig. Das ist extrem nervig. Ja, ich weiß. Ich meine, der andere kam jetzt auch direkt mit der Schrotflinte raus. Aber direkt? Ja, weil er sie schon in der Hand hatte. Ja, weil er aus dem... Ja, ich hatte sie auch in der Hand. Vorher, bevor du ins Auto gestiegen bist. Ja, hatte ich ein Gewehr. Strange. Scheiße. Hast du irgendwas Komisches eingestellt? Keinen blassen Schimmer. Wo bist du? Ah. Steuerung. Ah, ich unterstützen, durch, Ziel ist unterstützen. Unterstütztes Zielen. Nee. Keine Ahnung. Weil. Ich geh mal meine Karre holen, bitte. Ja, mach mal. Dreckspisser. Scheiße. Hab mir grad die Laune versaut. Scheiß Spiel, ich hasse Stiefel. GTA 5, ja. Ich glaube, da vorne ist er gerade wieder. Also, wenn du ihn mit dem Auto angreifst und nicht, und du ihn nicht überfahren kannst, dann kannst du es vergessen. Dann ist er so krass im Vorteil. Ja, ist so, wenn man sowieso nicht mehr den Dreh raus hat. Jetzt haben wir ja eine ganze Weile nicht richtig GTA Online gespielt. Ja, voll. Eigentlich. Ja. Und ich bin so ein Mensch, ich bin so extrem ein Gewohnheitstier. Wenn ich ein Spiel habe, dann muss ich wirklich so Intus haben, damit ich klarkomme. Ja, aber ich habe das nicht mehr. Also gut, ich spiele im Moment so nur so. Bei dir ist es nicht so schlimm wie bei mir. Das ist dann so irgendwie mein Ding. Das ist. Verdammt. Kann ich nicht anders. Scheiß Radiosender. Der nervt. Er ist echt nicht gut. Nee. Finde ich schade, obwohl es eigentlich. Ich liebe eigentlich. Früher war Channel X geil. Rockmusik, Punkmusik, auch also nicht alles. Mein Lieblingsradio ist Space. Ich höre am liebsten Space.
Aber ich hab wirklich nicht meine Lieblinge. In Rebel Radio höre ich auch gerne zwischendurch. Mhm. Den Pop Nonstop höre ich auch gerne zwischendurch. So 80er halt. Ja. Wenn da 80er kommen, natürlich. Obwohl jetzt so ein Britney Spears Track, jetzt finde ich den auch nicht. Finde ich jetzt einen von den Tracks, die nicht gerade Katastrophe sind. Das Give Me More von Britney Spears. Finde ich jetzt voll nicht so schlimm. Find's auch nicht blöd. Gibt schlimmere Lieder. Ja. Im Zusammenhang passen die halt alle recht gut. Das ist so, ja. Es ist so ein. Ist es so ein Stripclub-Track irgendwie? Mirror Park, Vinewood Boulevard ist auch noch cool. Ja, Mirror Park finde ich, wegen einem Lied finde ich das cool. Komm ich hier überhaupt rein? Du kannst mal probieren, auf mein Auto springen und. Nee. Nee. Excuse. Ah, meine Karre zeigt es aber nicht an. Hm? Aha. Mein Gott, frage ich mich eben auch gerade. Die sieht voll übel aus. Ich glaube, sie ist gar nicht mehr fahrbar. What the fuck? Wieso sieht die sieht auch voll übel aus? Hm. Krass. Wieso ist die kaputt? Okay, im blassen Schimmer. Sie zeigt sie mir auch nicht mehr an. Bitte sag mir nicht, dann dass ist ich sie kaputt. Nein, nicht Niki anrufen. Nein, Niki. Später vielleicht. Morse Mutual, mal sehen. Ich bin gespannt. Lass 10.000 zahlen. Hello, this is Scheiße. Hä, wieso ist der kaputt gegangen? Ich repariere mir den Mesa. Wir lieben es, durch den Dirt zu fahren. Darum hole ich mir meinen Mesa. Welches ist der Mesa? Der Jeep. Von Dings. Merryweather Jeep. Merryweather Jeep, geil. Den wollte ich mir ja auch mal noch holen. Aber der wird mir jetzt auch nicht angezeigt, ironischerweise. Was hat uns jetzt? Schon wieder mich? Der? Hä? Was machst du? Die Karre. What the fuck, fährt einfach noch so. Nee. Doch, wieder Rookie. Kannst du bitte einfach richtig hart umbringen? Ich setz Kopfgelder auf ihn, komm. Da sind sie jetzt voll auf dem Kieker, ist unglaublich. Voll schlimm. Und mach C4, nimm C4, scheiß drauf. Ich hab keins. Ah, schlecht. Jetzt solltest du nicht aussteigen, fahr weiter. Jetzt. Geh Deckung! Pass auf, du schießt. Du bist aber schlecht in Deckung, das weißt du. Ich weiß. Wie geht er schon wieder in Deckung? Ah. R2? Also, R1. R1. Wo ist er? Er ist weg. Ja, er ist weitergefahren. Ich bin voll aus der Übung, aber es ist extrem scheiße. Ist schon nicht so ideal. Wo ist er? Auf der Autobahn oben ist er. Ich komme von der anderen Seite. Wieso habe ich nur noch 50.000? Ich habe natürlich die Limousine gekauft. Das ist dann natürlich logisch. Ah, jetzt verpisst er sich. Nervensee. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist noch auf der Autobahn. Er ist auf die andere Seite. Die Nelke. Die Elende. Also folgen hier mit so einem Kack-Toyota. Wie ist er rübergekommen eigentlich? Keine Ahnung. Aha. Was? Ich sollte mir unbedingt Sprengstoff besorgen, aber es ist sauteuer, seine Karre zu zerstören. Das ist eben das Problem. Das ist so ein bisschen Upturner, finde ich. Vorher hat man halt recht viel mit C4 einfach Leute gefragt. Ja, es ist obwohl es ist auch gut. Ja. Weil dann schreckst du auch ein bisschen zurück vor solchen Mitteln. Ja, voll eh. Aber trotzdem habe ich zwischendurch einfach das Gefühl, dass die Leute besser treffen als ich. Oder vielleicht liegt es daran, dass wir unterstütztes Zielen genommen haben. Anstatt GTA klassisch. Wie und was ist GTA klassisch?
totales automatisches Zielen. Aha. Ich weiß gar nicht, was ich genommen habe. Vielleicht haben wir auch anders. Eben, du hast auch unterstütztes Ziel. Ja. Und ich weiß nicht, ob es im Online vielleicht anders ist. Keine Ahnung. Jetzt jagen ihn alle, geil. Er ist bei der... Mhm. Alles klar. Was ist alles klar? Er ist hier oben. Ah, ist nicht klar eigentlich. Was macht er hier? Keine Ahnung, rumhängen. Nee. Ich glaube, das ist nicht so schlau. Achtung, einer von hinten. Oh, den töten wir. Einfach nur mal so aus Sicherheit. Der ist auf dem Dach. Ja, ja, schon. Oh, ich sehe ihn aber nicht gerade. Ja, auf der anderen Seite vom Dach. Wie kommt er denn dahin? Da ist eine Leiter. Aha. Wo? Da? Auf der Seite bei mir. Aha. Aber eben, jetzt ist es nicht so schlau, wenn ich hier aufs Dach gehen Warte, würde. Warte, aber ich kann hier so durch, vielleicht. Nee. Das geht nicht. Der andere hasst dich jetzt auch. Jetzt haben wir zwei Hater. Achtung, ja, der ist bei denen in der Nähe und zielt wahrscheinlich nächstens auf dich. Nee. Ist eben komischerweise mit mir befreundet. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Ronnie Colmel. Keine Ahnung. Der geht vor. Er ist Kanonenfutter. Aber vielleicht holt er sich auch das Kopfgeld. Come on, beweg deinen Arsch! Hallo! Shit! Der andere hat ihn voll gefragt, aber ich bin hinterher gelaufen. Hast du ihn? Nee. Jetzt hab ich ihn. Haha, mein Kopfgeld! Wir sollten schleunigst verpissen, ja. Oder ich bleib hier jetzt oben. Nee, komm mal lieber. Weißt du, was wir machen könnten? Ich hab doch mal die Challenge... Autsch! Das war nicht so schlau. Hast du übrigens gemerkt, dass mein Auto lila ist? Oh ja, du sollst dich bewegen. Wir könnten mal in Richtung Challenge gehen. Challenge? Ey, das gibt's doch gar nicht! Ja, easy, der darf mein Fahrzeug bezahlen. Hat ihn gerade 6.000 gekostet. Der hat mich schon 6-mal umgebracht. Das ist einfach nur ätzend. Ja, und er hat mein Auto zerstört. Das finde ich auch nicht so geil. Nee, wir könnten mal Richtung Berg da. Berg da? Berg da. Weiß schon. Versuch Berg es da. Nicht. Berg da. Ah, ich hab ihn jetzt einmal getötet. Ich hab's endlich geschafft, ihn einmal zu töten. Die Cops brauche ich hier auch nicht. Mori, Rampage. Rampage. Time to ram this page. Achtung, der tötet dich ja, garantiert tötet mich wieder. Übrigens ist auch ein Heli da. Ah, ups. Sorry. Easy. Nicht, ich steig hier nicht ein. Ah, du Penner. Nein! Ja! Ja! Also, was steig für eine Challenge? Ich hab's nicht verstanden. Auf den Berg hoch mal. Einfach wieder. Mal. Hä, wie, was wieder? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Doch, das haben wir gemacht. Was haben wir gemacht? Die Challenge, als wir zum Berg hoch wollten. Nee, nicht hochfahren. Ja, das ist ein Teil. Nee, wir wollen. Ich hätte eher gesagt, mal runterfahren. Runter? Ah. Das haben wir noch nie gemacht. Okay, aber dann hole ich mir einen Heli. Ja, klar, schnelle Weise. Und ich würde sagen, so viel dazu eigentlich in der nächsten Folge. Jupp! Und bis dann und tschüss! Tschüss!